Willkommen auf dem Circuit de Catalunya in Barcelona. Diese Strecke hat im Laufe der Jahre eine Menge spannender Rennen gesehen. Wollen wir hoffen, dass es auch beim heutigen Rennen wieder dramatisch zugehen wird. Wir wussten ja, dass diese Strecke dem Mercedes liegt, aber niemand hätte erwartet, dass Lewis Hamilton solch einen riesigen Vorsprung auf seine Rivalen rausfahren würde. Wenn er nicht in Schwierigkeiten gerät und das Auto mitspielt, wird der Sieg heute eigentlich nur noch eine Formsache. Es ist sicherlich von Vorteil für einen Fahrer, ganz vorn zu stehen und sich nicht um die Abgase und die Überhitzung durch ein Auto vor einem befassen zu müssen. Was meinst du, wer heute eine starke Fahrt hinlegen wird? Fernando Alonsos Tempo hat mich an diesem Wochenende beeindruckt. Ich denke, der Spanier bringt im heutigen Rennen eine starke Leistung. Wir starten von Position 3 und warum wurde Fernando Alonso angesprochen? Ganz einfach, wir sind ja in Spanien, das ist sein Heimrennen. Und damit begrüße ich euch recht herzlich zurück zu Let's Play Formel 1 2015 bei der schönen Bianchi-Saison. Ach, wisst ihr eigentlich, dass die Saison eigentlich wieder richtig Bock macht? Kein Druck mit anderen Saisons, außer der Challenge-Saison, aber das mache ich dann auch irgendwann mal weiter. Aber es macht einfach mal wieder Spaß, ein schwächeres Auto zu fahren. Und man ist konkurrenzfähig, beziehungsweise man ist in dem Sinne konkurrenzfähig. Gut, wir werden auch auf Legende konkurrenzfähig. Aber wir würden halt nicht mit den besten Leuten mitfahren, was ich so ein bisschen möchte eigentlich. Das ist so bewusst gesteuert, um mal hier Bianchi auf die Erfolgsspur zu bringen. Oh, zwei Boxenstops schickst du mir vor. Okay, dann heißt, wir können doch die Reifen verheizen. Halten die Reifen hier wirklich nicht so lange, dass wir hier zwei Boxenstops fahren müssen? Okay, das gibt mir jetzt zu denken, ob die KI das auch so machen wird. Das steht auf dem anderen Papier, aber das ist eine Ansage. Das ist eine Ansage. Wir werden Probleme haben, wenn die Reifen abbauen. Wenn wir wirklich zwei Boxenstops fahren müssen, scheiße, habe ich noch einen frischen Reifensatz? Ich habe noch einen, ja. Ich müsste noch einen frischen Reifensatz haben, auch von den Options. Sonst müssen wir mit den Primes länger fahren. Und das wird dann ein bisschen problematisch werden. Der Weg zur ersten Kurve ist lang hier in Spanien. Bedeutet, wir werden angegriffen. Oder wir können angreifen. Also beides ist möglich. Ich sage, genießt dieses Rennen. Du hast heute sehr gute Chancen auf den Sieg. Ziehen wir es durch. Also wenn ich dir sagen würde, dass wir gute Chancen auf den Rennsieg haben hier, dann würde ich dir eigentlich den Vogel zeigen. Ja, und das meine ich damit, wir werden angegriffen oder wir werden schon gleich am Start geschluckt werden. Den Bottas, den ergaunere ich mir mal wieder zurück. Wenn der nichts dagegen hat. Aber jetzt muss ich ja nachgeben, weil ich wieder Untersteuern verspüre. Wetterbericht. Das Wetter sollte erst einmal trocken bleiben. Wenn sich die Vorhersage ändert, sagen wir dir Bescheid. So, mal schauen, ob wir Bottas wieder attackieren können. Vettel voraus. Und Hamilton auf der 1. Hamilton 1, Rosberg 2, Fette 3, Bottas 4. Wir sind auf Position 5 zurückgefallen. Aber der Sack war wieder so richtig instabil. Boxenstoppfenster. Du hast 4 Runden, bis sich dein Boxenstoppfenster öffnet. Beim nächsten Boxenstopp ziehen wir Options auf. Noch 17 Runden. Ich sollte natürlich versuchen, so schnell wie es geht an Bottas und Fette wieder vorbeizukommen. Wenn ich die Mercedes vielleicht attackieren möchte. Alter, ich bin hier zu langsam. Okay, ich weiß auf jeden Fall, wo ich die Zeit raushole, schon allein gegen Bottas. So, Windschatten. Und Fett. Der zieht natürlich gut mit. Ein Manöver ohne das DRS. Das sind eigentlich immer die schönsten Überholmanöver. Das ist und das bleibt ganz einfach so. Das sind die schönsten Überholmanöver. Fahrer vor mir. Vettel liegt vor dir. Nur eine Sekunde Abstand. Du fällst pro Runde um etwa 1,2 Sekunden zurück. Das ist eigentlich nicht viel. Wenn man das mal im Quervergleich sieht. Und der vordere linke fängt schon an Farbe zu bekommen. Ja, Heco Mio, Alter. Dann kann ich die Strategie auch mal voll verstehen. Mal schauen, wie hier das Benzinverbrauch ist. Ich weiß gar nicht, ob es da auch Unterschiede in Sachen Schwierigkeitsgrade gibt. Ob da das Spiel auch Unterschiede macht. Das DS-Schild würde ich jetzt eigentlich mal mitnehmen. Du kommst an Vettel heran. Versuch an ihm vorbeizukommen.
Rankommen ist das eine, vorbeikommen ist das andere hier in Spanien. Man hat es gerade gesehen an Bord, dass hier komme ich nah ran. So viel verbrenne ich aber auf Fett nicht mehr. Das hält sich echt in der Waage. Das war leicht abgekürzt. 27,0 von Lewis Hamilton. 27,5 von mir. Okay, der Red Bull war natürlich deutlich im Nachteil, was Top Speed betrifft. Fahrer vor mir. Ja, 15 Runden noch. Und der vordere linke ist hier der Reifen, der am meisten belastet wird. Und auch als erstes abbaut. Ha! Ich muss mir jetzt schon Gedanken machen um diesen Reifensatz. Ist natürlich die Frage, schaffen die Mercedes und schaffen die... Bei den Red Bulls können wir fast sicher sein, dass die einen Stop schaffen. Wir aber nicht. Das heißt, im Prinzip ist Vettel eigentlich mein Gegner. Aber ich muss natürlich jetzt hier am absoluten Limit auch fahren. Ja, so viel verbrenne ich gar nicht mehr. Lass es maximal 0,2 sein. Da habe ich jetzt auch leicht die Hinterräder gespürt. Das will ich vielleicht wieder ein bisschen zu viel. Du solltest vielleicht auf eine niedrigere Benzinmischung umschalten. So wie im Moment kommen wir eventuell nicht ans Ziel. Boxenstoppfenster. Dein Boxenstoppfenster öffnet sich nächste Runde. Beim nächsten Boxenstopp ziehen wir Options auf. Noch 14 Runden. Ja, also nächste Runde. Ja, da werden wir es doch auf jeden Fall machen. Das ist natürlich die Frage, wo komme ich raus? Natürlich werde ich wahrscheinlich mitten im Verkehr rauskommen. Da lässt sich wohl nichts dran ändern. Fahrer vor mir. Rosberg liegt vor dir. Der Abstand beträgt 3 Sekunden. Wir fallen pro Runde um etwa 4 Zehntel zurück. Noch 14 Runden. Ja, diese 3 Sekunden ist natürlich jetzt auch schwierig wieder aufzuholen, reinzubekommen. Komm weg mit dem Schild, ey. Der stört mich da die ganze Zeit. Wenn die sich natürlich so ein bisschen bekriegen, könnte ich davon profitieren. So, Vettel haben wir die magische Sekunde rausgefahren. Ja, die Hinterräder machen auch nicht mehr so wirklich mit. Längere Linie, mehr Einlenken ist jetzt hier vonnöten. Okay, das Boxenstoppfenster hat sich geöffnet. Das Boxenstoppfenster ist jetzt offen für dich. Okay, die greifen an da vorne. Runde 5 ist natürlich sehr früh. Etwa 75% des Startbenzins. Doch 75%. Also noch 3 Viertel. Auf dich verloren. Okay. Ja, das heißt, wir... Unsere Gegner wird eigentlich die Mercedes. Aber holen wir 3 Sekunden gleich auch auf die. Mit einem Undercut. Falls sie auch 2 Boxenstops machen. Aber könnte echt bis Runde 6 eigentlich fahren. Aber das reicht nicht, um einen Boxenstop zu machen. Dafür ist man am Ende einfach zu langsam. Und ich glaube auch im Umkehrschluss ist die Zweischrittstrategie hier die schnellere. Boxenstopp. Das Wetter sollte trocken bleiben. Wir halten dich über jegliche Wetterwechsel auf dem Laufenden. Ist doch schön. Ich glaube, die beste Platzierung war momentan der zweite Platz. Oh, viel zu weit draußen. Merkt man schon das Untersteuern. Boxengasse Einfahrt, da kann man schon was liegen lassen. Oder auch gewinnen. Ja, eher was liegen lassen. Also eher was liegen lassen im Sinne von Frontflügelteile. Ja, wir sind der Erste und wahrscheinlich auch der Einzige,
Okay, ich komme ja nicht ganz so schlecht raus. Ich habe mir das echt schlimmer vorgestellt. Mit dem rauskommen. Quert liegt vor mir. Und dann kommt eine kleine Lücke. Das heißt, schnell versuchen, an Quert vorbeizukommen. Okay, das wird echt kein Problem sein, glaube ich. Ja, das wird kein Problem sein. Der hat sich auch jetzt nicht groß gewehrt. Fahrer vor mir. Noch 12 Runden. Boxenstoppfenster. Du hast 4 Runden, bis sich das Fenster öffnet. Beim nächsten Boxenstopp wechseln wir auf Primes. Noch 12 Runden. Es werden wahrscheinlich eher 5 sein. Ja, die könnten wirklich mit einem Boxenstopp durchfahren. Dann könnte es ein Problem meines Setups sein. Hamilton hat gerade P1 eingenommen. Okay. Runde 7 und dann durch. Das würde in meinen Augen gehen. Ja, Runde 8 auf jeden Fall, Runde 7 nicht. Die machen ein Boxenstopp weniger. Und holen mal einen Boxenstopp auf. Das ist fast un- Das ist ja fast unmöglich. Aber ich konnte nicht mehr warten. Ich konnte nicht mehr warten. Perez wären vor mir. Das geht auch nur, wenn man die besseren Reifen hat. Danke, danke, danke für die Lorbeeren. Rosberg fährt weiter. Ein paar werden sich jetzt in die Boxengasse verabschieden, aber nicht alle. Ja, Wern verabschiedet sich dann auch noch mal rein. Das heißt, Magnus ist jetzt eigentlich vor mir. Ja, Hamilton hat ja nichts verloren, da ist er gerade rausgekommen. Das liegt ganz einfach daran, dass ich doch zu viel Zeit hier verloren habe. Ja, Magnussen klar ausbeschleunigt. Natürlich die Frage, vielleicht kommen sie nochmal durch den Boxenstopp-Bug rein? Bezweifle ich allerdings. Die werden damit jetzt durchfahren. Fahrer vor mir. Hamilton vor dir. 2 Sekunden Abstand zwischen euch. Es sind jetzt noch 10 Runden zu fahren. Ein Rosberg könnten wir bekommen. Hilft mir nur leider nichts. Schneller als Hamilton fahre ich auch. Das heißt, er hat die Primes drauf. Rosberg jetzt über Skazin, den bekommen wir. Die Mercedes-Crew macht sich für einen Stopp bereit. Wir wissen noch nicht, welcher Fahrer reinkommt. Oh mein Gott! Der ist mir jetzt zu langsam. Okay, wir sind auf 1. Problem ist, ich muss noch einen Boxenstopp fahren. Und die nicht. Jetzt versuchen so viel rauszuballern an Sprit, wie es nur irgendwie geht. Also versuchen sich abzusetzen.
Weil wir aber nicht in Runde 10 reinkommen mit. Das könnt ihr vergessen. Gut, noch 50% Benzin. Wir haben 50% des Startbenzins übrig. Da werde ich den Boxer, wenn wir ihn auszögern. Die Anzeigen über den Reifenverschleiß gibt natürlich im Rennen oder im Training mal gar nicht. Das waren, glaube ich, 17 oder 16 Runden, die da angezeigt wurden. Und da simuliert das Spiel anders. Da simuliert das wirklich nach 100% und nicht nach 25%. Wenn ich es jetzt richtig gesehen habe. ...2,6 auf Rosberg, also da haben wir ordentlich was rausgefahren. In dieser einen Runde. Hamilton jetzt vorbei. Eine schnelle Runde nach der anderen, bis die Reifen endgültig in die Knie gehen. Okay, hier schnell den zweiten zu stellen, das mag das Auto absolut. Das ist komisch. Im Original 2015, also wenn man in 2015 in der Saison startet und da früh den zweiten runterschaltet, da kommt einem sofort das Heck entgegen. Egal, ob ich jetzt in der Mercedes hocke oder nicht. Und hier kannst du mal nur ganz schnell den zweiten runterschalten, das interessiert den Wagen gar nicht. Auch mal interessant. Fahrer hinter mir. Wir werden noch eine Runde draußen bleiben. Das hat sich ja nicht angedeutet. Okay, wir haben jetzt über die Hälfte unseres Startbenzins verbraucht. Wir sind bei 40% Benzin. Ich kann immer noch eine 27,3 fahren. Letzte Runde für unser Boxenstopp-Fenster. 4,3 auf Dach hinten. Die Options sind immer noch schneller. Da hätte man echt auch andiskutieren können, ob man nicht doch auf die Primes versucht oder was riskiert. Gut, im Nachhinein bin ich immer schlauer. Klar, die Reifen von denen haben natürlich jetzt schon was runter. Aber das war meine Options halt jetzt auch. Ich überlege jetzt den Boxenstopp noch mal um eine Runde hinaus zu zögern. Wir erwarten, dass die Reifen jetzt langsam Abnutzungserscheinungen zeigen. Der Grip lässt eventuell etwas nach. Sie sollten aber noch eine Weile durchhalten. Zum ersten Mal wünsche ich mir einen schönen Regenguss. Ein schöner Regenschauer. Vergiss nicht diese Runde an die Box. Nee, wir werden noch eine Runde länger draußen bleiben. Auch wenn mir jetzt hier das Heck entgegengekommen ist. Den Prime schaffe ich maximal eine 28er Zeit. Solange ich hier mit einer 27er fahre, ist der Reifensatz noch der schnellere. Jetzt bin ich bei 28 angekommen. 4,8. Dein Vorsprung vor Hamilton wächst spürbar. Du gewinnst etwa 5/10 pro Runde. Das ist zu wenig. Weil das Vettel ist ungefähr auf Vettel. Oh, der Drittplatzierte. Mal schauen, wo wir rauskommen. Mal schauen, wo wir rauskommen. Vielleicht biegt einer wirklich nochmal ab. Das hatten wir ja auch in China gesehen. Warum auch immer. Bei Ricciardo war es nämlich der Fall. Und jetzt ist das Limit der Reifen aber endgültig erreicht. Vor allen Dingen für den vorderen Linken. Das ist eigentlich schon über dem Limit. Denk dran, diese Runde an die Box zu kommen. Ja. Stress mich nicht. Sich da richtig davon ist schon eine Überrundung. Tatsache. Ja, Sprit, das reicht auch dicke. Das
Das hat jetzt angenommen mager, okay. Okay, Vorsprung ist noch dran, das ist das Wichtigste. So, Boxenstopp. Der zweite und endgültig letzte. Und Fette, der wird mich noch. Ja, dritter. Oh. Den dritten verlieren wir auch noch. Ja, aber echt. Das ist Fette, danach kommt Bottas. Alter. Ich habe jetzt dreimal gedrückt, damit der hochschaltet. Ey, das habt ihr jetzt auch wahrscheinlich gemerkt. Der hat da mein Schalten nicht angenommen. Fahrer vor mir. Oh, 4,6. Mit Primes, die ich eigentlich nicht liebe. Da waren die Options immer noch die besseren, oder was? Ich habe das Gefühl, das Problem bei denen sind, die kriegen keine Temperatur rein. Weswegen die so wie Schmierseife wirken. Schau, ob ich den Vettel noch bekomme. Wow, Auto untersteuert wieder sehr gerne. Und das Heck kommt sowieso jetzt gerne. Ja, jetzt hier noch ganz besonders. Okay, eine Zitterpartie untersteuern. I coming for you. Und hier kommt das Heck. Ein Übersteuern und ein Untersteuern. Eine reinste Rutschpartie. Aber ich hole auch Vettel auf. Gut, ey. Schön für das Vierte, was noch übrig ist. Alter, es wird schwierig, den noch zu bekommen. Ja, jedes Mal, wenn der Sektor so ankommt, wird es jetzt recht schwierig. Weil das Podium würde ich schon gerne. Vielleicht bauen die Reifen bei ihm jetzt gleich dramatisch ab. Aber es wäre auch krass, dass wir echt den Boxenstopp eigentlich wieder reinfahren. Oder fast reinfahren. In dem Sinne. Ja, wir haben noch drei Runden. Also in der letzten, es könnte in der letzten Runde aufgehen. Es könnte aufgehen. Es könnte aufgehen. Das ist hier richtige Lenkradarbeit. Ja, das macht Spaß. Das macht Spaß. Ein schwächeres Auto mal zu beherrschen. Oh, der hätte mir fast einen mitgegeben. Das Steuern macht sich breit. Ist aber mit den Primes ja grundsätzlich keine Seltenheit mehr. Hier auch ganz leicht. Zwei Runden noch.
Wir haben eigentlich nur noch eine Chance. Rankommen. Rankommen und dann mit DRS. Die bestimmt denke ich lieber auf Standard nur raus mit dem Bremsen als auf Fett. Das DS wäre jetzt gleich schon schön. In der zweiten Zone. Jawohl, wir kommen. Jetzt der Schlusssektor, jetzt muss der Schlusssektor passen. Okay, wir haben noch etwa 10% des Startbenzins übrig. Das sollte sich ausgehen. Und wie sich das ausgehen lässt. Fahrer vor mir. Rosberg vor dir. 11 Sekunden Abstand zwischen euch. Du holst pro Runde 7 Zehntel raus. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Ja, 11 Sekunden sind es am Ende. Was ich hätte aufholen müsste, also. Ja, wirklich nochmal überall 7 Zehntel schneller von als die. Dann wäre es aufgegangen. Auf dem Rosberg wohlgemerkt. Aber wir haben den Fette nochmal bekommen. Das war das Wichtigste. Das heißt, wir haben keine Position verloren. Trotz ein Boxenstopp mehr. Die KI konnte wirklich hier mit den Reifen besser aushalten als ich. Klar, ich hätte auch noch weiter treiben können, aber in den der vordere Linke bestimmt hat die Strategie hier. Ja, der baut ja hier schon ab. Nein, nein, das wär auf den Bäumen nicht gegangen. Ich war gezwungen, auf 2 zu gehen. Oder ich hätte ja, was hätte wenn ich hätte den Boxenstopp hinauszögern müssen weiter in den ersten, aber selbst dann wäre es wahrscheinlich auch nicht, dann hätte es auch nicht gereicht. Da bin ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir 2 Stopp fahren hätten müssen. Nichtsdestotrotz Platz 3, nächste Podiumsplatzierung. The man of the race. Lewis Hamilton hat das Rennen heute mit einer eindrucksvollen Demonstration seiner Stärke dominiert und hochverdient gewonnen. Er scheint sich an diesem Wochenende in seinem Mercedes sowas von wohl zu fühlen und obendrauf gibt's neben dem Pokal noch 25 Punkte. Sie haben wirklich hart gearbeitet und heute wurden Sie dafür belohnt. Tolle Leistungen vom Team und vom Fahrer. Auch von mir. Ich werde nie erwähnt, ne? Bianchi wird nie erwähnt, wenn er mal auf Podium steht. Na, erwähnt sind Hamilton. Das ist doch langweilig. Bianchi auf dem Podium. Guckt euch mal die schnellste Rennrunde an. Eine Tausendstel langsamer als Hamilton. Das sagt ja mal alles aus. Und ich glaube, die habe ich sogar am Anfang noch gefahren. Und nicht mit dem zweiten Reifensatz. Weil da wurde ich ja aufgehalten. Nichtsdestotrotz, Hamilton gewinnt vor Rosberg immerhin den dritten mit einem Boxenstopp mehr. Und das finde ich eine starke fahrerische Leistung. Vettel auf der 4, Bottas 5, Ricciardo auf der 6, Kimi auf der 7 hat Fernando Alonso hier geschlagen, von wegen Top-Leistung von Fernando Alonso. Massa auf der 9 und Button holt den letzten Punkt. Button im McLaren, wo ist ein anderer McLaren? Ach, der 11, okay. Der McLaren scheint hier stärker zu sein. Wir haben, okay, 2 wurden noch überrundet. Unser Teamkollege und Ericsson, der hat auch 2 Boxenstops gemacht. Ich und Ericsson mit den die beiden Fahrer mit 2 Boxenstops. Runde 11. Mal gucken, ob ich das einfangen werde oder nicht. Weil mir ist aufgefallen, ich glaube, in der Bianchi-Saison habe ich nie Highlights da hinten dran geschnitten.
Und hier will ich das, glaube ich, wirklich so handhaben, dass ich nur die Skat-Wiederholungen reinschneide, weil Kollisionen passieren in einem 25%-Rennen relativ selten. Ein seltener Anblick ist auch Position 4 hier in der Fahrer-WM. Den Bottas könnten wir noch während dieser Saison bekommen. Das heißt, Platz 3 ist eigentlich ausgeschrieben. Hamilton übernimmt wieder die WM-Führung vor seinem Teamkollegen Rosberg mit 4 Punkten. Die wechseln sich gerne ab. Auf Bottas sind 16 Punkte Rückstand. Auf Vettel haben wir den Vorsprung wieder ausgebaut um 3 Punkte. Alonso auf der 6, der hat auch mehr Punkte verloren, als es ihm lieb war. Ricciardo auf der 7 und den Rest könnt ihr ablesen. In der Konstrukteurswertung bleiben wir souverän auf Position 5.